Leber ist noch wichtig. Ja, weiß. Aber kann man Leber auch noch mit einer Kur, Leberkur oder so? Ja, also ich sage, gesund werden sie sicher nicht. No. Zu Hause, das ist anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll für die Angehörigen. Ich finde immer weniger für die Patienten, aber für die Angehörigen. Ich bin Anästhesistin. Ich bin spezialisiert in Schmerztherapie, mache das schon 20 Jahre. Ich war ganz lange im Unispital, habe die Schmerzsprechstunde geführt und bin durch das in die Tumorschmerztherapie gekommen. Ich denke, die Tumorschmerztherapie, da muss man wirklich schauen, dass die Schmerzen optimalst behandelt werden. Die dürfen nicht leiden an den Schmerzen. Dass sie leiden ja sowieso Tumorpatienten, aber sie dürfen nicht noch Schmerzen leiden. Ich behandle zwei Arten Schmerzpatienten, die Tumorschmerzpatienten, Palliativpatienten und die Nicht-Tumorschmerzpatienten. Ich habe eine Praxis da, wo ich beide Patienten sehe. Die Tumorpatienten, die es aber schlecht geht, gerade in der palliativen Situation, dann gehe ich zu den Patienten nach Hause, weil die haben auch Kraft, wenn wir zum Spital kommen, die brauchen Pflege zu Hause, die können hin und her fahren. Ich gehe zwei Tage pro Woche gehe ich zu den Patienten nach Hause und sie zu Hause versorgen. Ich bin aber immer erreichbar, natürlich, die kann man nicht nur zwei Tage behandeln, sondern immer erreichbar, mit dem Notell, damit man sehr schnell entscheiden kann, wenn es eine therapeutische Änderung braucht. Das hier. Und ich gebe statt Morphin gebe ich Oxynorm. Den müssen wir den schon anpassen. Ross. Palliative Care ist eines der umfassendsten Gebiete, finde ich, in der Medizin. Es behandelt den ganzen Mensch, die ganze biologische, also so körperliche Krankheiten, aber auch die soziale, psychische Situation. Alles muss man aufnehmen, alles muss man behandeln. Es ist etwas von der sensibelste Moment des Lebens überhaupt ist eben, dass irgendwo auch ein Ende hat das Leben. Ich finde, es ist so ähnlich zur Geburt und das Ende sind beide sehr tiefe Phasen. Nur das Lebensende noch viel tiefer. Dann ist eigentlich das ganze Leben drin, mit allen Angehörigen und allen Interaktionen. Und all das müssen wir eigentlich mitbehandeln und mitbetreuen vor allem auch.